Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Ausgepackt aus dem Hause Modellbau König. Heute haben wir hier eine Premiere, dazu gleich mehr. Und zwar von Model Collect und der Nummer 35001. Das ist die Premiere, nämlich das erste 1:35 Modell des sonst so bekannten 1:72 Plastik-Kits-Herstellers. Und zwar der sogenannte Panther 3 E50 Ausführung B mit 10,5 kWk. Enthalten haben wir insgesamt 4 Spritzlinge plus Ober- und Unterwanne. Dann sind Segmentketten innenliegend. Wir haben 13 Baustufen. 2 mehr oder minder tolle Bemalvorschläge haben wir mit Farben von Mischmodells, mal was anderes. Und der Preis, jetzt kommt der Knaller, unter 30 Euro, 29,95 derzeit. Würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick in die Schachtel, was uns so erwartet für den Preis. Ja, erster Hinweis oder erster Abstrich, den man machen muss, ist die Anleitung. Ich lege mal meine Hand daneben. Ist leider sehr klein geworden. Hier haben wir so einige technische Hinweise. Hier nochmal, das Ganze ist so ein bisschen auf Technik gemacht. Ein bisschen eine Geschichte drumherum wird erzählt. Da haben wir hier der Bemalvorschläge. Das Ganze ist ja recht fiktiv gehalten, dafür ist das ganz gut umgesetzt. Dann ist hier auch eine kleine Story mit Kursk 1945 im Sommer konstruiert worden. Auch dazu ein klein bisschen Geschichte, eine kleine Karte. Wie gesagt, nett ausgemalt ist das Ganze. Dann startet das dann endlich hier auf der dritten Seite mit einigen Verarbeitungshinweisen, die man leider nicht lesen kann. Dann haben wir hier die Teilübersicht. Leider kann man da keine Teilenummern erkennen, da das Ganze zu klein gehalten ist. Zumindest sieht man, wo sich was befinden soll. Leider sind auch nicht die zu lesen, welche Spritzlinge das sind. Da es aber nur insgesamt 4 sind, ist die Auswahl nicht zu groß. Ja, geht der Bau hier los. Kann man hier schön sehen mit der Kanone, mit der Blende. Der Hersteller Model Collect geht jetzt mal einen anderen Weg und beginnt nicht mit dem Laufwerk, sondern mal mit dem Turm und dann dem Oberteil. Kann man hier und hier sehen. Dann auf den nächsten Seiten wird das Laufwerk montiert. Da kann man auch die Kette wunderbar erkennen, die dann mit den Segmentketten. Ätzteile finden wir nicht im Bausatz. So, dann das Heck. Ober- und Unterwanne werden da vereinigt. Dann haben wir hier die Schürzen, die aus einem Stück sind. Dann der Turm mit der Unterwanne. Und auf der letzten Seite haben wir hier nochmal eine kleine Übersicht. Interessanterweise haben wir hier, beginnt das hier unten mit dem Pre-Shading, wird dann hier mit dem Gelb aufgehellt. Farben sind im oberen Teil angegeben. Ist auf jeden Fall mal etwas anderes, nur leider sehr klein geraten, die Anleitung. So. Kommen wir zum Kunststoff. Dieser Spritzing hier liegt zweimal bei. Dann packen wir einmal beiseite. Ich zeige euch erstmal die Rückseite. Hier sind einige Auswerfermarken. Die sind aber nicht besonders groß und nicht besonders schlimm. Lassen sich relativ leicht entfernen, umbiegen. Das Material fühlt sich ein bisschen ölig, fettig an. Das kommt durch das Trennmittel bei den Formen. Hier empfiehlt sich ein lauwarmes Wasserbad mit etwas Spüli, um die Teile nachher zum einfacher lackieren zu kleben. Lackieren und kleben zu können. So, was haben wir denn hier noch? Die Laufrollen haben hier eine schöne Oberfläche. Man kann hier schön die einzelnen Bolzen und Dings erkennen. Hier ist das Ganze auch recht schön gehalten. Dann haben wir hier hinten die Spannräder. Auch die kann man sehr schön sehen. Es ist nichts verwaschen. Man hat keine Auswerfermarken. Ist nichts Böses zu sehen. Hier haben wir die Vorderseite davon. Sollte keine böse Überraschung sein. Was man sicherlich etwas anders hätte lösen können, ein bisschen eleganter vielleicht, das ist, sind hier die Laufrollenwagen. Da sieht man dann halt hier die Stirnseiten. Da es das Laufwerk ist, kann man das natürlich mit etwas Dreck und Schlamm tarnen. So, dann kommen wir schon hier zu der Ober- und Unterwanne. Ich habe vorhin, als ich die Teile ausgepackt habe, das Ganze mal kurz zusammengehalten. Passt so schmatzend zusammen. Da sollte es, denke ich, mal keine Probleme geben. Auch hier haben wir wieder diesen leichten
ja, ich sag mal, öligen Film. Wie gesagt, das ist nicht schlimm, ist nichts Besonderes. Dann fallen uns hier auf jeden Fall die angedeuteten Schweißbahnen auf, sind relativ grob gehalten. Viele Teile sind auch schon mit angegossen. Die Detaillierung beschränkt sich dann hier auf diese Sachen. Wir haben keine gesonderte Oberflächenstruktur, sondern das ist ja, ich sag mal, das ganz normale Spritzguss. Dann haben wir hier die Seitenteile, da sind die Halterungen für die Schürzen. Auch hier haben wir keine besonderte oder markierte Oberfläche. Hinten sind die Lüfter, sind ja, also das wäre das, was ich entfernen würde. Oder halt einmal Lüftergritter Gretings draufkleben, die gibt es ja zum Beispiel als Zubehör von Aber. Genauso wie hier, liegt halt nichts mit bei, aber denk bitte daran, der Preis unter 30 Euro. So, das zur Oberwanne, kommen wir hier zur Unterwanne. Auch hier, na, einmal die Fussel weg. Ja, herstellertypisch haben einige Wartungsluken und so sind die an. Das soll dann hier wohl die Notausstiegsluke sein für den Fahrer. Oder die Funker ist es dann auf der Seite. So, dann haben wir hier die Anbauteile oder wo die Anbauteile hinkommen, dann vom Laufwerk. Auch hier keine gesonderte Oberflächenstruktur. Ja, das dazu. Kommen wir zu den Segmentketten. Auch dieser Spritzling liegt zweimal bei. Einmal haben wir hier die Vorder- und Rückseite. Lasse ich hier mal schön nebeneinander liegen. Was man hier auf jeden Fall schön erkennen kann, hier sind die Stollen, sind sehr schön wiedergegeben. Das Ganze ist so ein bisschen abgeflacht, dass die Stollen hier nur in der Mitte sind. Dann verjüngt sich das Ganze hier nach links und rechts etwas unten. Auch hier sind keine bösen Überraschungen. Erfreulicherweise, wie man hier sehen kann, sind die Führungszähne schon mit angegossen und müssen nicht aufwendig wie bei anderen Herstellern schon oder noch extra montiert werden. Ein bisschen flach das Ganze hier, wie ich finde, aber okay. So, kommen wir zum vorletzten Spritzling. Hier haben wir Anbauteile. Die Schürzen sind hier, die einteilig sind. Dann haben wir hier das Heck. Auch hier wurde sich sicherlich an andere Hersteller orientiert. Mir würde da sofort Dragon einfallen oder Amusing Hobby. Da haben wir hier die Wartungsluken, haben wir hier. Dann ist das Kolonnenlicht ist hier schon angegossen worden. Die Schrauben weisen eine schöne Oberflächenstruktur hin. Einige andere Sachen sind etwas vereinfacht dargestellt hier, wie zum Beispiel bei den Vorgelegen. Kann man natürlich noch nachdetaillieren. Dann haben wir hier die Vorrichtung hier für die Lampe. Ein bisschen Fischhaut ist hier, wie man hier sehen kann, ist hier vorhanden, genauso wie hier bei den Angüssen. Die Flammenvernichter, Oberteile haben wir hier, die dann zusammen mit diesen hier montiert werden müssen. Und der Anschluss oder beziehungsweise der Anfang beginnt dann hier. Die Stahlseilstruktur ist sehr schön wiedergegeben, fast ein bisschen zu grob. Also das müssen schon sehr starke Seilschlingen sein. Ja, Werkzeughalterungen sind angegossen, kann man sehr schön sehen. Einmal noch hier die Unterseite, die Auswerferstellen, die da sind, die sind schön verschwunden. Wenn man die Luken offen darstellen möchte, kann man das machen. Es ist hier ein sogenanntes Schutzpolster, ist hier vorgesehen, sind hier halt Angüsse. Na klar, irgendwo müssen die ja hin, müssen dann halt vorher beseitigt werden, wenn man die offen darstellen möchte. So, dann haben wir hier den Turm und hier oben die beiden Kanonenhälften, sage ich es mal. Das ist natürlich immer nicht so schön, wenn man da ein Rohr zusammenfügen muss. Aber auch hier gibt es Abhilfe, indem man einfach das hier abschneidet und das dementsprechende Rohr als Aluteil zum Beispiel von RB günstig dann dazu addiert. So, besondere Überraschung haben wir nicht hier. Das sind ja bekannte Bauteile hier. Dann haben wir hier relativ grob gehaltene Schweißnähte. Könnte man auf jeden Fall darauf zurückschieben, dass die schnell produziert werden mussten. Ansonsten für einen What-If-Panzer, die Entfernungsmesser, die befinden sich dann hier, die werden ja links und rechts dann am Turm und sollten dem Richtschützen dann auf jeden Fall helfen, das Ziel anzuvisieren und dann den Panzer auch besser zu treffen. So, dann haben wir hier einen kleinen, feinen Nassschiebebogen.
Da befinden sich leider nicht die Abschussmarkierungen, die auf dem einen Bild zu sehen sind, sondern hier haben wir von der Abteilung Schweren Panzerabteilung 505 die beiden Ritter, einmal in einem Grün und einem Rot gehalten, dann jeweils zwei verschiedene Hoheitszeichen und einige Zahlen zur freien Verfügung. Hier hätte man natürlich sich noch What-If-mäßig richtig austoben können, aber ich möchte nochmal hervorheben, der Preis von unter 30 Euro und dafür ist das, was drin ist, richtig gut gemacht. So, ihr Lieben, kommen wir nun zur Schlussbetrachtung. Ja, etwas Vergleichbares in diese Richtung gibt es am ehesten von der Firma Trumpeter. Die haben auch einen E50 rausgebracht, der aber ja doch sich wesentlich oder auf jeden Fall unterscheidet. Wird ja hier auch Panther 3 genannt. Ich möchte nochmal hervorheben, dass der Preis der absolute Knaller ist. Da kann man dann die ein oder andere minimalistische Kröte halt schlucken mit den ja nicht super toll ausgeformten Segmentketten, wovon ungefähr 90% dann wieso wieder verschwinden oder halt dem geteilten Kanonenrohr. Man bekommt für diesen Preis auf jeden Fall ein außergewöhnliches What-If-Projekt an die Hand. Man bekommt dafür ja einen fertigen Bausatz, den man so aus der Schachtel direkt bauen kann. Man kann da schön was von zaubern. Dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, bleibt uns gewogen.